Na? Na, das war schön am Montagmorgen. Ja, ne? Moin! So, ihr habt's gerade gesehen. Die Spuren vom Kartoffelroden sind da hinten. Der Roder steht fertig fürs Saubermachen und wir machen den Drescher jetzt erstmal fertig. So, Carsten fährt den hier gerade ein bisschen aus dem Staub raus. Wir wollen den Einzug schräg stellen für Sojadreschen, damit wir mit dem Schneidwerk weiter runterkommen, weil Sojabohne setzt die Schoten sehr weit unten an. Dazu haben wir hier vom letzten Mal noch Markierungen, sprich diese Schrauben, Muttern lösen, da unten lösen. Und hier haben wir genauso wie auf der anderen Seite Stellschrauben, damit können wir den ganzen Kram dann ja, im Winkel neigen. Und wird der Kram wieder festgeschraubt und anschließend müssen wir noch die Ehrenheber beim Schneidwerk abmachen. Und genauso, das hier ist ja alles noch diese Siebe vom Ackerbodendreschen. Die haben den Effekt, dass die Mälde, wenn sie schön trocken ist, eigentlich vorher rausfallen sollen. Die Ackerbohnen bzw. Sojabohnen sind zu groß, dass sie durch diese Löcher durchfallen. Und so kann man die ja, groben Mälde Stellen schon mal besser rausreinigen. Das Problem war jetzt aber bei den Ackerbohnen, war die Mälde relativ feucht und ja, hat die kleinen Löcher sofort festgesetzt. So, ich schalte euch mal an, wenn wir hier fertig sind. Schon wieder einer von diesen Einspielern. Ganz kurz, ihr werdet es im Thumbnail schon gesehen haben, aber wir haben eine Drohne. Da oben fliegt sie. Das Ding ist, ich habe die leider erst am letzten Tag vom Vlog testen können. Die ist halt erst gestern angekommen. Deswegen passen die Clips, die ich hier in diesem Video als Überlagerung verwendet habe, teilweise nicht wirklich zu dem Schlag, aber ich konnte es leider nicht ändern. Und außerdem wollte ich mich auch noch ein weiteres Mal riesig dafür bedanken, dass ihr diesen Kanal so extrem supportet. Ich habe im letzten Video gesagt, wir haben das Ziel, bis Ende dieses Jahres auf die 10.000 Abonnenten zu kommen. Sprich, wenn ihr da bis jetzt noch nicht Teil seid, drückt gerne mal unten auf den Abo-Button und ich freue mich extrem drüber. Bei der letzten Erwähnung, als ich das gemacht habe, ich glaube, ich weiß nicht, innerhalb von einem Tag 200-300 Abonnenten dazu gekommen. Das ist absolut krank, ey. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Jetzt geht es aber erstmal weiter. Wir sind hier mittlerweile schon am Sojabohnen-Dreschen, aber ihr seht jetzt erstmal, wie wir den Drescher darauf vorbereiten. Also viel Spaß beim Video und danke fürs Zuschauen. So, kurzer Zwischenstand. Der ganze Kram geht nicht so einfach, wie wir uns das erhofft haben. Wie ihr seht, hier ist auch Markierung 620 Newtonmeter. Die beiden Schrauben haben wir jetzt lose. Allerdings ging nur eine mit dem Schlagschrauber. Da, die ist los. Und die ist los. Problem ist, wir haben ein 2 Meter Verlängerungsrohr, unseren 30er Schlüssel. Und damit haben wir die hier lose gekriegt. Hier können wir es nirgendwo ansetzen. Und das gleiche sieht auf dieser Seite so aus. Da unten haben wir ja noch eine Schraube. Ich kann euch das ja einmal zeigen. Wenn wir hier einen Schlagschrauber nehmen. Das obere Ding ist die einzige Mutter, die ich losgekriegt habe mit dem Schlagschrauber. Aber hier ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das jetzt probiert haben. Da geht gar nichts. Deswegen Carsten, ich bin gespannt. Hat gesagt, er hat eine Idee, er holt mal was. Und ja, ich warte auf seine Rückkehr. So, ihr habt es gesehen, wir haben es fertig eingestellt. Hat nämlich die ganze Zeit schon gefilmt. Die Dinger festgemacht, hier festgemacht. Und hier komme ich mit dem Schlagschrauber nicht ran. Keine Sorge, wir haben es nur ja, erstmal so festgemacht, dass es nicht mehr verstellt werden kann. Wir gehen jetzt und holen Drehmomentschlüssel, stellen auf 620 Newtonmeter ein und dann zuppen wir das Ding richtig fest.
Und ich würde sagen, wir sehen uns am Schneidwerkwagen wieder. Da müssen nämlich die Ehrenheber ab. So, das Schneidwerk steht noch hier vorne bei mir vor der Tür. Wollten wir das rausziehen und auch hinten machen, aber das geht so schnell hier alles. Ich habe jetzt gerade nur eine Hand frei, deswegen ein bisschen problematisch. Hier gehe ich mit dem Schrauber. Wisst ihr was? Machen das anders. So machen wir das. Fix Handschuhe an. Mal gucken, ob alles passt. So, und jetzt kann ich es euch zeigen. Also hier gehe ich mit dem Schraubenschlüssel unter. Vielleicht geht es auch, wenn ich... Tatsache, es geht auch so. So kann ich den Splint hier einfach raus oder nach oben biegen. Dann muss ich den Ehrenheber ein bisschen hochdrücken und dann kann ich den rausnehmen. Und schon ist das Ding runter. Jetzt ist wichtig, dass ich diesen Splint hier in das alte Loch wieder rein tue. Festklack. Und dann legen wir den da hin. Ja, und das machen wir jetzt, bis wir hier fertig sind. So, Leute, die ein bisschen was mit dem Drescher schon zu tun gehabt haben, wissen, dass es hier auch eine Halterung gibt für die Ehrenheber. Problem ist nur, letztes Jahr, das hier ist schon die zweite, ist uns die hier abgerissen. Ich glaube einfach, weil da zu viele dran waren und das dann doch zu schwer war. So, das ist das Entspannte, dass das so leicht geht. Und warum machen wir die Ehrenheber ab? Weil wir ja das ganze Schneidwerk, das haben wir ja gerade eben am Drescher da hinten gemacht, dass wir die Aufhängung schräg stellen. Dadurch ist das Schneidwerk auch nicht mehr perfekt gerade, sondern möglichst schräg, damit wir nämlich mit unseren Messern möglichst weit auf den Boden kommen. Und deswegen kommen die Ehrenheber ab, weil die würden sonst im Boden pieken oder halt dementsprechend deutlich schneller Erde aufschieben. So, jetzt wird aber erstmal weiter telefoniert und schnell Raffer abgespielt. So, das war der letzte Ehrenheber. Jetzt sind sie alle ab, liegen hier alle bereit, damit sie dann nachher Sojaernte wieder rangemacht werden können. Unser Band ist ganz schön weiß geworden. Ich vermute jetzt mal, beziehungsweise gehe ich stark davon aus, dass das irgendwie durch UV-Strahlung ist. Oder ist es das? Weil viel UV, ja doch, das wird UV sein. Könnt ihr einfach wegreiben, hier unter ist es nicht. Ihr könnt hier sehen, hier unter alles sauber. Das ist ganz wichtig, dass man das einmal aufklappt und komplett sauber macht da unten. Auch in der, hinter dieser Schnecke oder unter der Schnecke. Weil die ganze Erde, die ganzen Körner fangen an. Da sind ja dann nicht nur Ackerbohnen unter. Ne? Da ist ja all möglicher Kram. Je nachdem, was man gedroschen hat mit seinem Drescher, hängt hier alles unter. Und das fängt an zu keimen. Und ja. Das ist scheiße. So, beim Soja werden wir es früher oder später sehr schnell haben, dass hier vorne auch alles voller Sand ist. Da muss man dann auch ja, täglich das eigentlich sauber machen und vor allem die Steinfangmulde, weil du immer mal, das lässt sich nicht verhindern, dass du ein bisschen Erde aufschiebst. Und wenn die dann mit reinkommt, ist die Steinfangmulde auf und wir haben eine Fläche, die wollen wir aber auch ganz zum Schluss erst machen, ja, weil da ein paar Steine sind. Oh, mein Motorrad muss noch weg. Und hinten an der Biogasanlage wird ja momentan Mais gehäckselt. Da kommt gerade einer. Die kommen, fahren momentan durchs Dorf. Ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr was gesehen habt. Da geht es auch noch hin. Heute denke ich nicht.
wird aber noch in diesem Vlog passieren, aber halt eventuell nicht heute. Muss ich mal gucken, ob ich es morgen schaffe dahin, weil heute Nachmittag wird erstmal Soja gedroschen. Gut, und ich würde auch sagen, wir sehen uns auf dem Feld wieder. Ich fahre jetzt Schneidwerkwagen raus, hinten hin, dass der hinter einen Drescher kann, Drescher tanken. Mittagessen und Nachmittag geht's los. Also wir sehen uns da. So. Unschwer zu erkennen, sind wir am Sojadreschen. Wir haben schon ein bisschen was ab. Ich bin auch schon ein paar Mal außen rum, zweimal außen rum, das Vorgewinde da, vier Bahnen. Und Vorgewinde auf der Seite auch vier Bahnen. Einfach damit wir mit der Birne schneller rumkommen. Und tja, ich sehe mich hier gerade selber. Muss dazu sagen, mit meinem Schnauzer, da hat das, das hat was auf sich. Warte, packe ich mal erstmal hier hin. Kann ich mich auch wieder schön konzentrieren. Robby Knebel und ich fahren am Samstag zusammen nach Berlin. Und wir machen ab und zu mal so ein Joke-Ding, dass wir uns einen Schnauzer wachsen lassen. Also vermutlich ist er nächste Woche wieder weg. Aber ansonsten hier zurück zum Thema Sojadreschen. Fasziniert dieses Jahr. Also das ist unsere beste Fläche, aber es macht endlich mal Spaß. Ihr seht, dass ich relativ wenig eingreifen muss. Das war die Jahre sonst immer ein Krampf. Die Aussaat ist ein Krampf, die Pflege, also sprich Unkrautregulierung ist ein Krampf. Und sonst war Dreschen auch immer ein Krampf, weil die Sojabohne die Schoten so weit unten ansetzt, dass du eigentlich die teilweise wirklich auf dem Boden liegen hast. So, jetzt haben wir dieses Jahr aber eine andere Sorte, die Nessie. Die hat zwar kleinere Körner, jetzt drehe ich euch schon gleich wieder um hier. Wir können mal in den Bunker gucken. Die hat zwar kleinere Körner, aber setzt die Schoten viel höher an. Deswegen brauche ich nicht so extrem niedrig dreschen. Und wie ihr seht, ist das auch gut ausgedroschen. Wir haben da keine großen Schoten dran. Und ja, gut abbunkern ließ sich das auch, obwohl das ganze, ja, Pflanzenreste, die hier liegen, wir häckseln ja, logisch, die sind doch noch ein bisschen klamm. Aber ein großer Vorteil war jetzt auch, wir haben ja letztes Jahr hiermit schon Sojabohnen gedroschen. Oh, jetzt muss ich erst mal überlegen, wo waren das hier nochmal? Nee, verkehrt. Ah, jetzt bin ich wieder zurück. Nee, auch verkehrt. Wie komme ich jetzt hier? Da war das, so. Und hier konnten wir Voreinstellungen, Soja, war von letztem Jahr alles drin. Wir konnten es übernehmen. Und es hat auch 1:1 gepasst. Das war ganz cool. Also Verluste, der Kram hier ist nicht kalibriert, das kann ich dazu sagen, falls ich hier gerade schon einmal raufgeschielt habe und gesagt habe, ja, 1,7 Tonnen ist nicht die Welt, auch wenn es Bio-Soja ist. Wir wissen noch nicht, ob es Speise oder Futter wird, da ist der Rohproteingehalt entscheidend, aber es sieht momentan, ja, keine Ahnung, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke schon, dass das Speise werden könnte. Aber wie gesagt, der Kram ist nicht kalibriert. Wenn ich mir den Bestand so angucke, ungelogen, ich weiß nicht, ob wir es schon mal so sauber hingekriegt haben, würde ich fast schätzen, dass wir schon 3 Tonnen runterkommen. Vielleicht auch mehr. Müssen wir auch gucken. So, wenn ich hier reinfahre, ich habe jetzt zwar noch wieder gelenkt, aber eigentlich habe ich hier auf A2 meine vorgespeicherte Tiefe, wobei ich die ganze Zeit noch am Hin- und Herspielen bin, mit hoch, runter, hoch, runter. Und dann geht er nämlich auch gleich in den Autotruck-Modus, also sprich, er nimmt gleich die GPS-Spur und gibt Hackengas. Mit der Haspel bin ich auch viel am Rumspielen. Wenn es gut steht, kann ich die Haspel relativ hoch machen, sodass ich wirklich oben nur die Bohne oder die Pflanze anticke, dass sie reinfällt. Wir haben ja ein Bandschneidwerk und dann wird es reingezogen. Wenn die Bohne jetzt aber nicht so gut steht, dann muss ich die Haspel immer ziemlich weit runter machen. Manchmal schneiden die Messer unten auch die Bohne ab und ja, dann kriegt das Bandschneidwerk die Pflanze nicht so gut reingezogen. Dann muss ich Haspel runter machen und dann zieht das alles rein. Auch noch muss ich aufpassen, rechte Seite vertüdelt sich das ganz gerne mal an der Haspel. So, kleiner Cut. Ich hoffe, ich habe jetzt genug gewartet. Nicht, dass er, weil der hupt immer. Wenn man zu schnell aufsteht, dann hupt der ganze Drescher, weil der ganze Kram noch läuft. Wir können erstmal hier zu unseren Sieben gucken. Ah,
Guck mal, so kann man es auch sehen. Das ist hier die ganze Mälde, die durch dieses Sieb alleine schon vorher rausgereinigt wurde. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Da haben wir noch eins. Und auf der anderen Seite am Elevator auch. Und hier könnt ihr schon sehen, wenn wir uns die Sojastoppeln angucken, auf dieser Höhe ein bisschen klamm ist es, aber es geht ja gut zu dreschen. Auf dieser Höhe ist keine Schote, nichts. Bei den Sorten letztes Jahr hatten wir immer das Problem, dass wirklich, die ungelogen, das ist jetzt mal eine leere Schote, die lag so, die lag auf dem Boden. Und dann erklär mir mal, wie du es dreschen willst, mit allen Schoten mitzukriegen im Biobereich. Ihr dürft ja nicht vergessen, wir hacken und der letzte Hackdurchgang, da fahren wir schnell. Wir haben keine Anhäufelschare, aber hier kannst du es noch sehen, was hier für ein Damm entsteht, ne, durch unser Hacken. Das ist jetzt eine Fläche, ich glaube 5 oder 6 Mal habe ich gehackt. Und guckt euch mal diese Clips hier an. Glaubst du, der Scheiß Snap bricht einfach ab, während ich mich auf... Guck es dir an! Guck es dir an! Ey! Und dann... Hä? Hier ist schon Sojabohne drin, Mann! Und das bei 30 Grad, fucking... Und so Scheiße hier! Was ist denn das? Das geht schon ganz Tag so! Keine Lust mehr! So, jetzt passt du mal auf, ne? Ich hab mich wieder ein bisschen beruhigt. Guck mal, ne? Guck mal. So, ich kann wieder poolen. Man denkt sich so, ja, okay, du bist am Vorgewende angekommen. Das ist die gleiche Bahn, wo ich gerade eben stand. Ich bin 10 Meter gefahren! 10 Meter! Und es sieht wieder so aus! Was ist das? Also, ja, da kommt vielleicht schon rüber, dass ich ein bisschen am Verzweifeln war. Da war ganz schön viel Knöterich drin. Und der hat das alles festgesetzt. Dadurch hing das auch zwischen den Hackscharen und hat nochmal ein bisschen extremeren Damm geworfen. Aber wir haben ja kein flexibles Schneidwerk. Optimal wäre mit einem Flex-Schneidwerk. Man sagt, dass man ohne 10-15% mehr Verluste hat, einfach weil du deine Schoten nicht gedroschen kriegst. Aber wie ich schon meinte, hier die Sorte Nessie, wir gucken gleich mal zur Pflanze hin, die setzt die Schoten weiter oben an. So, verlusttechnisch sieht das auch ganz in Ordnung aus. Hier ist mal eine Bohne, da ist mal eine Bohne. Also das sieht schon ganz gut aus. Ich muss auch dazu sagen, die ersten 1-2 Male rum ist Carsten noch mitgefahren, der hat dann auch geguckt. Auch weil wir da vorne einen dicken Wall geschoben haben, damals beim Hacken und hier auch. Und gerade außen rum muss man sehr aufpassen. Und hier könnt ihr es sehen. Ja, hier ist jetzt schon fast gar nichts mehr drin. Aber die Schoten setzen deutlich weiter oben an. Das ist die Tiefe, auf der wir mähen. Und ein Flex-Schneidwerk, das heißt Flex steht für flexibel. Das passt sich den Bodenebenheiten an. So, aber ansonsten, wenn wir hier in den Bestand reingucken, sieht das tatsächlich echt schön sauber aus. Ja, gut. Wir machen jetzt erstmal weiter. Ich habe hier meinen Proviant, da ist ein bisschen Trinken drin. Hier habe ich meinen Kaffee. Muss ich sagen, sowas finde ich auch immer geil. Ich war ja bei diesen Arma Creator Days, gab es eine richtig geile Thermokanne dazu. Da habe ich immer schon meinen Kaffee drin. Oh, ich mache ich jetzt mal hin. Wichtig ist, wenn wir das ganze Dreschwerk anmachen und auch vorne Schneidwerk, dass man Motordrehzahl runterfährt, dass er nicht unter Volllast den ganzen Kram anballert. GPS wieder rein. Und weiter geht das. 4 km/h ungefähr fahre ich. Bin auch schon 5 gefahren. Verluste gingen dann ein bisschen hoch. Ich habe ja hier meine Verluste. Aber wie ich schon meinte, ich bin echt sehr zufrieden. Das hier sind 5,5 Hektar, die machen wir heute noch ab. Ich fahre dann noch zu einer anderen Fläche. Und ja, ich schalte euch immer mal wieder ein. Also, bis dann. So, kleines Fazit zur ersten Fläche. Achso, ich muss mich festmachen. Mal angucken, wir sind fertig. Habe ich zwischendurch noch einmal abgebunkert. Das ist der Bunker bis jetzt. Es sind, glaube ich, keine 3 Tonnen geworden. Die Ertragseinschätzung hängt von diesem Anhänger ab, wie voll der jetzt wird. Soja ist relativ schwer, deswegen lasst euch davon nicht täuschen.
aber sehr viel weniger als, also 2,5 Tonnen wahrscheinlich. Schneidwerkwagen steht da vorne. Wenn ich jetzt die Kamera hier abkriege. So, vorne steht Schneidwerkwagen. Worauf müssen wir achten, wenn wir das Ding abbauen? Haspel runter, Haspel einfahren, da vorne die Dinger umklappen. Aber das seht ihr gleich alles. Ich muss einmal fix einen neuen Akku in die Kamera reinmachen und dann setze ich euch auf den Kopf. So. Haspel haben wir ja schon eingefahren und runtergefahren. Machen wir mal so, dass das nicht so laut wird. Wegen der Sicherheit, Bremse noch rein. Schiete direkt, ich habe keine Handschuhe mit. Egal, werden die ein bisschen dreckig. So, hier unten ist ein Bolzen. Der wird aufgehen. Wenn ich hier die Hydraulikleitung aufmache, wenn ich den mit Wucht umlege, da seht ihr, der bewegt sich schon. Ich muss den mit Wucht umlegen, damit er auch wirklich einfährt. Oh, und jetzt kommt so das Übliche, wie man alles abbaut hier. Und hier könnt ihr schon sehen, ein paar Mal hat es geschoben, hier jetzt auch. Da hat man dann die Erde mit drin, das lässt sich leider überhaupt nicht verhindern. Muss man aufpassen, dass man den ganzen Kram nicht zu doll in den Drescher reinzieht. Den müssen wir heute Abend, obwohl, ehrlich, so wie ich mich kenne, heute Abend nicht mehr machen. Morgen früh machen wir das. Wir müssen unbedingt auch morgen die Scheiben putzen. Ich weiß nicht, vielleicht ist einem oder anderem auch schon von euch aufgefallen. Hinten in den Bunker kannst du nicht so richtig gut reingucken. Das ist immer ein bisschen krampf. Ich musste hier irgendwie zwischen den Part ignorieren wir mal. Ne? Dazwischen und dann sauber machen. Ich glaube sogar dieser Weizen, der da auf dem Dach liegt. Ja, okay. Der Weizen, der da auf dem Dach liegt, das ist sogar in irgendeinem Video drin gewesen. Mensch, Verstellbremse vergesse ich immer. So, und jetzt ist nämlich der Krampf. Ich fahre jetzt schon schräg rauf, ich merke es ja jetzt schon. Das Ding abzubauen. Wir haben da vorne eine Pylone, so eine Plastikstange. Denkt man sich jetzt, ja schön mittig rauffahren, Pustekuchen. Ich weiß nicht, warum das so gebaut wird, aber es ist nicht mittig. Erfahrungswert musst du so einen kleinen Ticken weiter nach rechts diese Stange haben. Und das finde ich so banal eigentlich. Das klappt eigentlich nie beim ersten Mal. Nee, ich bin zu weit rechts, merke ich ja jetzt schon. Ticken vor, damit er da besser reinrutscht. Und ich habe jetzt gerade die ganze Zeit nur da unten. Ich weiß ja nicht, wo eure Perspektive jetzt ist. Das sind die Punkte, auf denen ich achten muss. Weil damit mache ich es jetzt zu. Tatsächlich hat es doch ganz gut geklappt, aber ich sehe schon, ich brauche mein allerliebstes Spezialwerkzeug. Der Hammer. Weil das hier nicht ganz reingerutscht ist, jetzt werde ich das hier nicht zukriegen. Ich muss den hier weiter runter kloppen. So, das war schon. Aber mein Lehrchef damals hat mir immer gesagt, Junge, lass dir nichts sagen. Gewalt ist immer eine Lösung. Muss man nicht auf alles ziehen. So. Wichtig, die Dinger zu machen. Das ist die Sicherung für die Straße, dass wenn wir in eine holprige Partie kommen, dass wir es nicht verlieren, das Schneidwerk. Und jetzt kommt nämlich meine Paraddisziplin aus dem Pandera-Hinderniskurs. Pandera?
muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie diese riesen Selbstfahrerspritze von Amazone hieß. Aber daher kennen mich ja auch einige von euch, von dem Podcast, von Hannes und Jan, hier Landwirt in MV und Twitch Farming. Die haben ja einen Podcast auf dem Rückweg von den Arma Creator Days in Bramsche aufgenommen. Ja, und wenn ihr es gesehen habt, mein Video, das müsste am Dienstag, will ich es hochladen. Heute ist ja Donnerstag, wenn ihr das guckt. Das Video kommt dann Donnerstag raus. Durch dieses Rückwärtsfahren und mit den Pylonen, mit diesem kleinen Piekser, die Luftballons kaputt pieken, habe ich halt sehr viel Zeit rausgeholt, weil es einfach auf Anhieb alles geklappt hat. Ja, und meine Erklärung ist dafür, hier hinten ist Kamera, ne, habt ihr ja gerade im Bildschirm gesehen, dass ich das einfach durchs Drescherfahren sehr häufig schon gemacht habe. Vergessen, wir müssen den Bunker noch einklappen, dann war es das. Können wir zum nächsten Feld. Und ich denke mal, wir sehen uns wieder, wenn ich da nach Hause fahre. Mal gucken, vielleicht passiert ja zwischendurch noch was. Ihr werdet sehen. Teilweise rutscht es nicht ganz nach, weil außenrum das dann doch ein bisschen krautiger war. Aber es ist jetzt 19 Uhr und es wird einfach zu klamm. Gucken wir mal kurz zum Hitzefeld. Das sieht immer aus, als wenn da noch Bohnen drin sind, auch wenn die einfach ausgedroschen auf dem Boden liegen. Das täuscht aber. Weil ja, im Normalfall sind die Schoten natürlich ausgedroschen. So, das ist jetzt Vorgewinde, ne? Hier, ach siehst du, da ist sogar auch leer gewesen. Das sieht von auf den ersten Blick aus, als wenn da dann noch was drin ist. Wo haben wir noch so einen Fall? Hier zum Beispiel. Drehst du die um, ist die offen. Ich werfe euch jetzt erstmal hoch, ich mache Feierabend. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Moin! So, wir haben den nächsten Tag. Hab meinen Rucksack auf. Ist ein bisschen eilig, aber ich schmeiß jetzt schon mal die Kamera an. Jetzt sind sie nicht hier vorne. Wir haben Namen für das dritte Huhn. Das Graue heißt jetzt Gundula. Mit Abstand hat das gewonnen in den Kommentaren. Ich habe ja im letzten Video gesagt, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir sagen, wie das dritte Huhn heißen soll. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht. Da vorne sind sie. Das Braune heißt Sieglinde. Das Weiße Whitey Dude. Also Whitey Dude ist ein Streamer von früher. Und das Graue habt ihr den Namen bestimmt. Gundula heißt das. Ich glaube, das hat Stand jetzt 45 Likes. Und ja, das zweitmeiste, der zweitmeistgelikteste Name hatte, ich glaube, 5. Also, da wart ihr euch ziemlich einig. Gundula Gause ist das jetzt. So, ansonsten fahre ich gerade hinten zur Anlage hin. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, bis ich mit dem Drescher losfahre. Den habe ich heute Morgen schon mal fertig gemacht. Ausgepustet, Luftfilter, Scheiben sauber, abgeschmiert. Und das hatte ich ja gestern zum Beispiel erzählt. Hier auch wichtig, sauber machen. Einfach mit einem Kompressor einmal rein und einmal sauber pusten. Da oben Luftfilter, da sind 2 Stück, ganz wichtig, auch beim Motor immer mal wieder ein bisschen sauber pusten, einfach damit man diese ganzen Dreck von den Stellen, die heiß werden, weg hat. Diese Siebe hier unten habe ich einmal sauber gepustet, damit die wieder frei sind. Da habt ihr ja gestern schon gesehen, dass die Mähde gut rausgereinigt werden kann. Und ja, Carsten will oder muss ein bisschen Kalk streuen noch. Wir haben um 4 heute Regen drin, aber bis jetzt ist es einfach noch zu nass oder ja, zu klamm besser gesagt, um zu dreschen.
Deswegen löse ich hier eben Fixkasten ab, dass er Kalk streuen kann. Der ist mit dem Frontlader, da steht mein Frontlader, den nehme ich gleich. Und dann geht's los, Mais schieben. Ist lange her, dass ich das gemacht habe. Muss ich erstmal kurz wieder reinkommen. Und dann gegen 11:30 kommt Carsten wieder, löst mich ab und dann fahren wir zusammen Sojabohnen dreschen. So, Fahrer liegt hier gut. Da ist die Überfahrwaage, hier kommen sie. Da darf ich nicht im Weg sein. Und meinem Rucksack habe ich Trinken, Proviant. Und ach, meine Kamera ist angekommen. DJI Mavic 3. Eine richtig, richtig geile Drohne. Aber ey, das ist ganz schön kompliziert. Ich dachte, ich kann das Ding anmachen und losfliegen. Ich habe mir das gestern Abend angeguckt. Ich habe mir ungelogen 45 Minuten YouTube-Videos angeguckt, während das Ding geladen hat. Bin nicht schlauer draus geworden. Und heute hatte ich jetzt noch keine Zeit, das Ding wirklich zu testen, leider. Aber muss irgendwie. Ich meine, jetzt, wenn sie da ist, dann will ich damit auch was Schönes filmen. Auch einfach, weil ich Bock drauf habe. So, wir haben Jörg und Kevin. Kevin mit unserem 6250. Am Mais schieben. Ich habe den Trecker ja fertig gemacht. Das heißt, hier über den Joystick ist jetzt Schiebeschild. Und hier hinten habe ich so zwei Nupsis. Damit mache ich den Frontlader hoch runter. So, erst mal hochschieben hier. So, und von da werden sie gleich kommen. Gut, ja, das machen wir jetzt erstmal nur für eine Stunde und dann, wie gesagt, kommt Carsten wieder. Gegen 11:30. Wir sehen uns. So, ich schmeiß jetzt mal nochmal schnell an. Oh, falsche Richtung. Wenn hier ein Wagen gekippt wird, ist ja auch immer noch toll mit anzugucken. Und ich meine, die Stunde, die ich hier bin, da muss ich alles mitnehmen. So, Olaf, mit dem Trecker von Jörg, auch Mulde. Und das ist auch momentan der Mais von Jörg. Das ist ja eine GBR hier, die Biogasanlage. Die ist ja separat von unserem Hof. Und genau, momentan sind wir an den Flächen von Jörg da in Gange. So, Kevin verteilt da das ein bisschen. Wir gucken mal, dass wir hier was hochkriegen. Frontlader mache ich mal schnell wieder ein bisschen runter, nicht dass wir hinten überkippen. Das ist nämlich der Punkt, den ich weiß gar nicht, ob ich das in diesem Vlog gesagt habe, aber wenn die Miete zu hoch wird, ist das scheiße mit dem Frontlader, aber wir bleiben jetzt einfach dabei. Es hat immer funktioniert, es wird jetzt auch funktionieren. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Sojadreschen wieder. Bis dahin. So, wir sind wieder in Gange. Ich habe auch schon einmal abgebunkert. Das ist unsere Sojafläche, wo wir gestern Abend aufgehört haben. Es gibt tatsächlich auch einen Grund. Vielleicht fragt sich der ein oder andere das gerade. Die Reihe geht ja so. Ich fahre aber quer. Und zwar aus dem Grund, weil wir diese Dämme haben,
erhoffe ich mir jetzt, dass wenn da vorne irgendwo mal was schiebt, dass sich das in diesem Damm quasi ja, wegdrückt. Beziehungsweise ja im Damm verschwindet. Hoffentlich hält die Kamera da jetzt. Ansonsten muss ich sagen. Perfekt, das wird so, glaube ich, nichts. Ansonsten ist das hier eine andere Sorte. Commodore heißt die. Das ist auch die, die wir letztes Jahr hatten. Problem war ja letztes Jahr, dass die Schuh extrem weit unten ansetzt. Und dieses Jahr ist es irgendwie nicht so. Die Chemie wieder sehr tief. Aber dennoch. Ah, perfekt, da schiebt es gleich. Dennoch so hoch, dass ab und zu doch mal eine Schote unten noch dran bleibt. Aber das. Mann! Egal, machen wir kurz so. Also, dennoch mähe ich so hoch, dass ab und zu mal eine Schote unten dran bleibt. Das lässt sich bei der Commodore einfach nicht verhindern. Aber dennoch deutlich besser als letztes Jahr. Was ich euch auch noch zeigen wollte: Da vorne sind Bleche, die. Oder beziehungsweise das Blech und dieses Blech. Wir haben hier Stellmöglichkeiten, wo wir das Blech hoch und runter stellen können. Das war vorher komplett weit runter. Jetzt habe ich es komplett hochgefahren. Aus dem Grund, dass wenn man mal ein bisschen krautigere Partien hat, da unten läuft die Schnecke Richtung Rohr, wo wir abbunkern. Das heißt, krautige Partien, die rutschen da manchmal nicht vernünftig durch. Wenn du das Blech richtig hochsetzt, dann rutscht alles schön raus und ja, lässt sich einfach leichter abbunkern. 1 Uhr. Ich bin hier jetzt seit 1,5 Stunden im Gange. Und 3 bis 4 Uhr ist Regen angesagt. Bis dahin will ich es runter haben. Jetzt ist GPS nicht mal an. Weil ich stand gerade. 3 bis 4 Uhr ist Regen angesagt. Und bis dahin will ich alles abhaben. Hier könnt ihr meine Verlustanzeige sehen. Und meine Geschwindigkeit. 2,8, 3 km/h fahre ich heute nur. Dennoch ist es teilweise ein bisschen klamm. Ich achte sehr auf die Verlustanzeige. Wenn die zu hoch wird, muss ich noch langsamer werden. Aber wie gesagt, diesen ganzen Rest will ich abkriegen. Wir haben hier ein bisschen Maisproblem auf der Fläche. Da ist sehr viel Mais aufgelaufen. Alles Grüne, was man so sieht, steht immer mal wieder Maisstrunk. Gut, aber Kamera hält da hinten eh nicht so richtig. Ich mache euch erstmal wieder weg und werde euch wahrscheinlich wieder einschalten, wenn wir hier fertig sind. So. Fade ist ab. Da sehen wir sie auch gerade nochmal wieder mit dem Häcksler. Ich habe jetzt gerade das Rohr, bin ich gerade dabei auszufahren und wir bunkern ab. Ja, was kann man noch so zum Sojabohnen-Dreschen sagen? Ansonsten, also eigentlich ist es so wie alle anderen Kulturen auch dreschen. Ne? Du willst deine Körner heile lassen und trotzdem alles schön gut ausgedroschen haben. Das ist so. Ja, der Mittelmaß, den man finden muss, dass du keine Schoten drin hast, die Körner oder Bohnen halt aber keinen Bruch haben. Ansonsten ist hier halt immer noch darauf zu achten, dass dadurch, dass wir so tief mähen, dass ich nicht sowas habe wie da vorne, da ist jetzt ein bisschen Erde. Jetzt muss ich hier einmal ganz fix. Sprich, da hat er wieder geschoben. Also da vorne, da ist ein bisschen Erde, da hat er ein bisschen geschoben. Das ist so dieser Punkt, wo man, was so besonders ist am Sojabohnendreschen, sag ich mal. Du bist so extrem flach, dass du die ganze Zeit aufpassen musst, dass du nicht irgendwie Erde mit reinschiebst. Also jetzt habe ich ein bisschen zu weit da hinten abgebunkert, egal. Ich lasse das Ding hier gerade noch leer laufen, weil wir brauchen heute nirgendwo mehr anfangen. Da hinten kommt sehr dunkel hoch und ja, hier direkt nebenan sind sie noch am Häckseln. Gut, alles klar. Ich werde gleich Carsten ablösen. Ich glaube, wir sehen uns auf der Miete wieder. Bis später. So, ist dunkel. Da unten fährt gerade der zweite Häckslerfahrer. Ich stehe gerade oben auf der Miete. Ja, der erste Häcksler, der ist. Ach, ja, seht ihr eh nichts. Der ist seit einer Stunde schon hier. Und ja, ich habe Carsten hier gegen. Dann habe ich ihn abgelöst. 5:30, glaube ich, war das. Eigentlich wollte ich ihn viel früher ablösen. Nee, und ja, seit 5:30 habe ich ihn abgelöst. Wir haben hier ein bisschen hochgeschoben, hier Kevin und ich. Jörg, der dritte Fahrer, der ist nur zum Festfahren, hauptsächlich an den Kanten da.
Der Mais war zwischendurch ziemlich braun. Da kam ein Wind, also sehr trocken. Der Wind hat das dann ein bisschen weggetragen hier von der Miete, aber alles, also eigentlich nichts Erwähnenswertes. Aber ich habe es trotzdem erwähnt. Nee, ansonsten war es das hier für heute auch schon. Wir schieben hier die letzten Reste jetzt noch hoch. Warte mal einmal, weil die Anlage gerade so richtig schön voll ist. Fahren wir hier mal einmal lang. Da stehen zwei. Da der Trecker, wo gerade liegt. Der jetzt losfährt, das ist der Verdichtungstrecker. Da die zwei Häcksler. Da hinten fährt noch ein Zug weg. Einiges los hier. Achso, ja, kaut ab. Gut. Ja, wir schieben auch noch den letzten Rest hier und dann ist demnächst hier Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Moin! So, nächster Tag. Wir sind in der Anlage. Die scheint es hier gerade ein bisschen ruhiger. Ich habe aber den Kalkstreuer hinten hinter. Und da unten zwei Sojaproben. Jörg ist gerade am Füttern. Moin! Und ja genau, ich fahre jetzt zur Raiffeisen nach Schwäskau. Wir proben einmal das Soja, dann wissen wir, ob es Speise oder Futter ist. Und im Anzug danach bringe ich den Kalksteuer wieder zum Landhandel Peters. Wir sind fertig. Deswegen, wir sehen uns später. Und da sind wir mit dem Drescher auf unserer nächsten Sojafläche. Und hier haben wir gleich das erste Problem, dass das Vorgewende noch ziemlich grün ist. Ich habe gestern schon angefangen, mein Video zu schneiden. Da ist mir aufgefallen, als ich meinte, Ziel ist möglichst gut ausgedroschen und trotzdem keine Bruchkörner. Da waren einige Schoten bei mir hinten zu sehen. Müsst ihr im Hinterkopf behalten. Das war die Fläche, wo es sowieso klammer war, wo ich nicht so schnell fahren konnte. Und dann ist es auch manchmal auch nicht so gut ausgedroschen. Im Schnitt sah das trotzdem alles super aus. Für die Leute, die mich bei Instagram abonniert haben, die haben wahrscheinlich auch die Story gesehen von der anderen Fläche. Da wurde ich echt oft angeschrieben, warum oder wie das sein kann, dass das so sauber ist. Und so sauber sah es halt auch im Bunker aus. Ich meine, jedes Mal, dass wir uns das selber nicht erklären können. So, kleiner Cut. Ich musste hier einmal eine neue Fläche anlegen. Irgendwie habe ich die hier nicht gefunden. Genau, so sah es halt auch im Bunker aus. Da waren keine Schoten drin. Das war wirklich akkurat sauber. Und wir sind hier jetzt auf einer Fläche. Und genau, wie gesagt, wir können uns das nicht erklären, warum es da so sauber war. Ihr habt meine Snapchat-Videos gesehen, da war es nämlich nicht sauber. Das war aber der 6. Hackdurchgang, 2 Wochen nach dem 5. Und nach dem 5. Hackdurchgang war dieser Knöterich noch nicht da. Und ich weiß nicht, wie der in 2 Wochen so extrem wachsen konnte oder ob wir den einfach nicht so richtig gesehen haben. Ja. Genau, jetzt heute, ich habe wieder Drescher alles soweit vorbereitet. Scheiben habe ich jetzt nicht sauber gemacht, abgeschmiert auch nicht, einfach weil er gestern nicht viele Stunden gemacht hat. Und es ist unterteilt in 10 Stunden, jetzt muss ich lügen, ich glaube 10 Stunden, 50 Stunden, 100 Stunden und 200 Stunden Schmiernippel. Und gestern haben wir ja keine 10 Stunden gemacht, deswegen muss heute nichts neu abgeschmiert werden. Wir haben hier die Sorte Commandor. Ja, da war ich ja gerade eben auch bei Raiffeisen und habe einmal Rohprotein gemessen. So schön wie die Nessie ist, was der Schotenansatz angeht, das ist nur Futter. Die Nessie hat in dem Bereich leider gar nicht performt. 35 und, was jetzt, 35,6 oder sowas, hatte die Rohprotein. Und 40 muss sie haben, um als Speise durchzugehen. Die Commandor hatte 41,6. Feuchtigkeit hatte die Commandor, was hatte die? 13,8. Und, nee, oh. Feuchtigkeit hatte die Nessie 13,8 und Commandor 14,8.
Das ist wichtig, weil Speise kannst du nur bei 12-13% lagern. Sprich, den Wagen müssen wir trocknen. Ich habe jetzt hier nur einen Wagen. Wenn das nicht reicht, müssen wir uns was überlegen. Da war halt die Commandor-Sorte drauf. Die habe ich abgekippt, weil Futter geht wohl 14-15%. Ja, so viel dazu. Und wenn ihr das hier jetzt schon seht, hier ist es leider nicht mehr so sauber. Das hier ist auch die Fläche, vor allen Dingen hier die ersten paar langen Bahnen. Deswegen sieht es hier auch immer so arg grün aus. Wer sich an den Vlog aus dem Frühjahr erinnert, hier haben wir einiges weggehackt. Da haben wir viel Schaden angerichtet. Freunde der Sonne, ich hoffe, die Drohnenaufnahmen zwischendurch gefallen euch. Ich bin mir Stand jetzt nicht so ganz sicher, wie ich es mache, aber ich denke, ich habe da schon eine Lösung gefunden. Ich schalte euch irgendwann mal wieder ein. Wir sehen uns. So, wir sind kurz vor am Feierabend. Die Langbahnen sind fertig. Außenrum habe ich auch schon ein paar Mal. Wir mussten bei dieser Fläche ziemlich rumspielen. Ihr könnt hier jetzt im Bunker gucken, das sieht mittlerweile sauberer aus als am Anfang. Das ist jetzt aber auch eine saubere Stelle. Ja, was haben wir hier verstellt? Ich habe Gebläsezahl ziemlich hoch genommen, da waren wir gestern bei 990. Und das Untersieb habe ich von 10 auf 8 runtergestellt. Oder waren wir gestern bei 1000? Anscheinend waren wir gestern bei 1000. Aus dem Grund, weil wir ziemlich viele Schoten drin hatten und auch ziemlich viel Kraut außenrum. Ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang, aber ihr werdet es am Clip hier vor gesehen haben, dass das ziemlich verkrautet war. Dementsprechend mussten wir was anpassen. So, jetzt sieht es auch alles super aus. Ertragstechnisch bin ich mir sehr unsicher, weil eigentlich war das die Fläche, wo sehr viel Kraut war, wo wir auch mit dem Weedsurfer waren. Der Weedsurfer hat die ganze Mälde über der Sojabohne abgeschnitten. Da hat es jetzt gerade geschoben. Das ist so, weiß ich nicht. Dieses Jahr ein bisschen entspannter. Das ist ja auch, wie gesagt, die Commandor-Sorte. Aber dieses Jahr sind die Schoten einfach höher. Naja, habe ich alles schon erzählt. Ja, wir werden hier, denke ich mal, noch eine halbe, dreiviertel Stunde machen können. Dann wird es einfach zu klamm. Dann geht hier nichts mehr, leider. Ich beende das Video hier. Freut mich, dass ihr wie immer bis hierhin, es schiebt schon wieder, bis hierhin eingeschaltet habt. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Glaubst du, der scheiß Snap bricht einfach ab, ey, während ich mich auf... Guck es dir an! Guck es dir an, ey! Und dann... Hä? Und das bei 30 Grad, fucking... Geht schon ganz Tag so! Lust mehr!